Okay. Nee, da komme ich so nicht drauf. Aber so komme ich drauf. Hi. Ja, hi. Irgendein Tipp? Ja, wir müssen dahin. Wie kriege ich den jetzt da getriggert, ohne dass ich... Kann ich mit dem Käferchen runterlaufen? Ja, ich kann mit dem Käferchen runterlaufen. Bringt mir aber halt nichts. Ja, da fällt es schon Absicht. Okay, ich habe einen Plan. Aua. Also nochmal Retour schicken.
Maus, die ist ready. Ja. So. Und ab rein. Nix. Hey. Kann nicht anzünden. Okay. War den mal. So, es gibt da draußen jede Menge Feinde, ne? So, guck mal hier. Ah, pro Level bist du aufgefüllt. Okay. Und aus. Der Weg ist frei, Kleines, versicherte Adarin. Wir sollten jetzt problemlos in die Burg kommen. Los! Ja, einen Moment. Hier raus. Ach, hier bin ich. Hi. Klar ist, hier ist meine Boss-Arena. Wir sind gefangen, schrie Quill. Kannst du diese Türen auch öffnen? Oh nein, die hier? Mächtige Zauber der Geheimnisvollen sind hier am Werk. Ich kann's versuchen.
Oh, das ist nicht gut. Au. Nein. Ja. Okay, wir starten in der zweiten Phase. Okay. Und nächste Phase. Ich schaff's nicht, Kleines, schrie Adarin. Wir müssen hier raus! Hier unten! Das ist der einzige Ausweg. Au. Schrecklichen Fehler begangen. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Gestank? Adarin? Es tut mir so leid, Quill.
ehrlich. What? Alles war still. Bis auf einen angriffsbereiten Schatten. Im Inneren fühlte sich Quill, als ob sie beim Anblick dieses Schreckens in Treibsand versinken würde. Die Gestalt holte aus, Metall krachte und Adrians Licht erlosch. Quills Herzschlag erweckte Sarfoks Aufmerksamkeit. Er war ein Monster von solch entsetzlicher Ungeheuerlichkeit, dass mit dem Leben davonzukommen unmöglich erschien. Doch dann beleuchtete der Leser einen Spalt im Stein. Quill sprang durch die Öffnung, die gerade noch groß genug war, und entkam knapp dem Schnappen von Sarfoks feurigem Kiefer. Glas. Quills verzweifelte Flucht war instinktiv. Die abgetrennten Glieder, die vor ihr lagen, dienten als quälende Erinnerung daran, dass schon unzählige vor ihr hier ums Leben gekommen waren. Ihr Adrenalinspiegel sank. Zitternd und schweren Herzens verlangsamte sie ihr Tempo, stockte und fiel auf den kalten Boden. Quill hatte sich noch nie so klein und hilflos gefühlt. Es wäre eine Armee nötig, um Sarfok zu besiegen. Dann fühlte Quill eine sanfte, wärmende Berührung und sie nahm alle ihre Kraft zusammen und schaute auf. Der Leser war immer noch da. Zwar so ausdruckslos wie immer, doch mit unerschütterlicher Loyalität. Ja, ich bin da. Quill spürte die Tiefe ihrer Verbindung. Welch eine Stärke die Zweisamkeit hervorrief. Sie hatten es so weit gebracht. Gemeinsam. Mein Freund, ich brauche deine Hilfe. Wenn wir Sarfok nicht sofort aufhalten, wird er nicht aufhören, bis er uns in Stücke gerissen hat und mein Onkel tot ist. Bleibst du an meiner Seite? Wollen wir es versuchen? Klar wollen wir. Und natürlich bleibe ich an deiner Seite. Kein Streichel so. Nerve Quill, indem du das Abenteuer hinausschiebst. Der Aufstieg. Au.
Hey, was? So. Selbe Stelle. Wir sind aus Versehen runtergefallen. Au. Au. Gut. Sorry, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein! Oh, come on. Okay, nochmal. Nein! Oh, come on! Wie kann man nur so schlecht sein? Nein! Hä? Ah, okay, nochmal. Hi. Nein! Ach Mann, ich bin so blöd. Ich bin so doof. Oh, come on.
Oh, come on, bitch. Oh Mann, komm schon. Da brauchen wir nicht lang. Wo bin ich? Da unten. Nein! Präzise Sprünge. Echt nicht so einfach. Okay. Ist der komplette Balken. Okay. Okay. Come on. Nein. Ich muss das mal anders hinkriegen, glaube ich. Ja, geil! Oh nein. Ein unerwarteter Held. Yay, Goldtrophäe. Quill suchte den stillen Gang ab. Onkel! Onkel! Rief sie. Doch nur ihr Echo antwortete.
Willst du es wirklich? Du musst hier raus, wenn Safok dich findet. Onkel, Safok ist tot. Seine Stimme zitterte, während er sprach. Das Glasrelikt. Der Leser. Ihr habt zueinander gefunden. Ich wollte dich vor all dem beschützen. So eine Last kannst du nicht alleine tragen. Ich bin nicht allein. Meine Quill. Du bist so stark und hast sogar einen Begleiter, verkündete er. Wir sind jetzt in Sicherheit, versicherte sie ihm. Gehen wir nach Hause. Nein, Quill. Du bist noch nie in so großer Gefahr gewesen. Seine Stimme stockte. Die Geheimnisvollen geben sich durch den Tod Safoks noch lange nicht geschlagen. Das Glasrelikt des Königs ist hier in der Burg versteckt. Du musst es wiederfinden. Wo? Wir sind bereit. Ein vielversprechender Anfang, allerdings. Schon so lange versuchte ein ständiger Schatten, unser aller Ende zu schreiben. Doch deine Verbindung zu Quill wird stärker und stärker werden. Eure Schicksale, auch wenn noch nicht geschrieben, sind nun eng miteinander verbunden. Und das gibt Hoffnung. Ja. Eure gemeinsame Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ruh dich nun aus, werter Leser. Denn schon bald geht es weiter. Yay! So endet Buch 1. Ein vielversprechender Anfang, Trophäe. Dark wood falls before me, with broken bough and blackened leaf. I stand where trees meet with the sky, and in the stillness find you by. When all the paths are overgrown, and evening falls with crimson glow, into the forest I will fly, and in its shadow find you by. Ja, und damit bedanke ich mich erstmal. Wir werden bestimmt auch Teil 2 spielen. Auf der Platte ist es schon. Ich muss quasi nur noch anfangen. Und ja, ich verabschiede mich. Erstmal. Haltet die Ohren steif und ja. Mass. Auf Wiedersehen. Thank you for playing. Gern geschehen.